Hallo ihr Lieben, heute drehe ich ein Tutorial, und zwar dieses Augen-Make-up hier. Es ist in Grüntönen gehalten worden und ja, eigentlich ganz einfach für den Sommer. Ja, ich hoffe, es wird euch gefallen und wir fangen damit an. Also als erstes muss ich sagen, ich habe mehrheitlich eigentlich nur die Body Shop Produkte, die ich für diesen Look verwende. So, als erstes trage ich diese Lidschatten hier auf, das ist die 08. Sie ist so ein Schimmer, so hellgrün mit dunkelgrünen Glitzer. Mit so einem Pinsel. Und dann mit derselben Farbe male ich hier unten auch noch nach. So. Dann nehme ich diesen Duo Eyeshadow, die 03. Ja, ich glaube, die haben eigentlich gar keinen richtigen Namen. Dann nehme ich so einen Pinsel, einen Blenderpinsel, nehme den grünen Teil hier, den helleren von den beiden, und male mir zeichne mir die Lidfalte damit nach. So. Dann nehme ich aus dieser Viererpalette den türkisfarbenen, und zwar mit so einem angeschrägten Pinsel. Zeichne mir wieder die Lidfalte damit nach. So, dann nehme ich einen sauberen Pinsel und verblende das schön miteinander. Dann ziehe ich mir zuerst einen Lidstrich, und zwar mit dem Master Precise Liquid Eyeliner von Maybelline Jade oder Maybelline New York.
So. Einen feinen Lidstrich. Und dann nehme ich den dunkelgrünen aus dieser Viererpalette zu einem Pinsel. Dann zeichne ich mir die Lidfalte damit nach, den äußeren Winkel damit nach, betone sie ein bisschen. Und mit demselben Grün zeichne ich mir am unteren Wimpernrand noch eine Linie nach. Da ich leider keinen Highlighter von The Body Shop habe, habe ich einfach die von Essence genommen, und zwar die Nummer 11 Mercurius oder so etwas, mit so einem Pinsel. So. Dann nehme ich mir den The Body Shop Carbon Black Eye Definer Kajal, zeichne mit die untere Wasserlinie nach. Und den oberen. Jetzt werden die Wimpern noch getuscht und geformt. Und dann nehme ich den Stretch Define von Maybelline New York, weil ich keinen The Body Shop Mascara habe. Und dann als Blush verwende ich den 02 Coral. Und da mische ich die beide Farben so zusammen und tue das auf den Apfelbäckchen. So. Und als Lippenstift habe ich mir die 03 ausgesucht. Das ist so ein pinkiger Ton. Und fertig ist das ganze Augen-Make-up eigentlich. So sieht das aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bald wieder. Bye!